Hi und herzlich willkommen zu meinem zwangsneurotischen Mittwochsvideo. Oh komm schon, das kann das. Also heute ist echt nicht mein Tag. Oh ja, du bist wenigstens mit ganzen Liebe. Oh ja. Entschuldigt, ihr wisst, ich habe so ganz kleine Leo-Problematiken. Der ist halt immer da und der ist so flauschig. Ey, ich sag euch, wenn ihr dem sein Fell anfassen könntet, kommt nicht her und fasst an, es mag er gar nicht. Entschuldige. Nee, wenn ich ihn jetzt hochhebe, dann der strebe doch nur, das wissen wir doch. Und dann hüpft er mir wieder von den Armen und dann bin ich so gedisst im Video, mein Hasen. Das will ich nicht. Also muss er jetzt unten bleiben. Für mein Ego. Also, es ist heute ein bisschen schwierig, euch was zu erzählen. Weil für euch und für mich, wenn das Video draußen ist, ist es schon ganz schön lange her, dass es... Boah, Alter, ich sehe auf meiner Kamera aus wie so ein Taxi. Sehen müssen, das Bild ist nicht schmeichelhaft für mich. Das nächste Mal ziehe ich mir eine Papiertüte über den Kopf. Das ist. Oh, ja, weißt du, könntest du mir vielleicht den Moment für die Überleitung lassen? Aber eine Papiertüte hat den Nachteil, man erkennt niemanden mehr. Genau wie unter einer Maske. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Also, bei uns in Baden-Württemberg, wir leben in Baden-Württemberg, ist schön. Wir haben gute Nachbarn. Auf der Seite. die Gegend ist auch ruhig, wenn man die Seite und die Seite ignoriert. Es läuft gut bei uns. Und jetzt hat trotzdem unser Bundespräsident. Unser. Nee, Bundespräsident ist der Steinmeier. Der Ministerpräsident. Wobei der Steinmeier ja auch verlogen ist. Der hat nämlich in seiner Rede an die Nation gemeint, das Leben von allen hat sich signifikant verändert. Und das ist eine Lüge, weil mein Leben hat sich eigentlich so gut wie gar nicht verändert. Ich kann unseren Bundespräsidenten eine Lüge überführen. Und ich dachte, also es ist halt so, bei mir hat sich nichts verändert. Und es gibt da draußen auch noch tausend andere, bei denen sich nichts verändert hat. Und wenn er das anders formulieren hätte wollen, hätte er es anders formulieren müssen, wenn er nämlich eine andere Bedeutung haben wollen. Nämlich bei den meisten hat sich viel verändert. Aber er hat es verallgemeinert und ist damit volle Kanne ins grammatikalische Loch gedonnert. Ja, entschuldigt. Das ist sowas, was ich, seitdem ich diese Rede gehört habe, mit mir rumschleppe. So geht es bei mir halt. Aber unser Ministerpräsident. Ach komm, ist nicht so wichtig, was das jetzt für ein Typi ist am Ende des Tages. Auf jeden Fall hat der mit dem Bundes... So, das Wort überspringen wir jetzt. Wir nennen es jetzt einfach den Type. Die Regierungstype. Mir reicht's nochmal. Also die Regierungstype von Bayern. Die hat gesagt, dass bei Bayern ab jetzt Maskenpflicht ist. Und unsere Regierungstype, ich kenne aber wirklich seinen Namen, der heißt Winfried Kretschmann. Dafür kriege ich jetzt auch keinen Blumentopf. Es macht jetzt der Braten nicht fett und der Kohl auch nicht, aber wenigstens. Egal. Auf jeden Fall hat er jetzt die Maskenpflicht eingeführt. Und ich muss zugeben, ich bin heute schon den ganzen Tag, heute ist Samstag, ich würde gerade, welchen Tag? Der Woche? Heute ist Samstag. Ihr wisst schon, Samstag ist der Tag vom Sams. Komme ich jetzt wieder da drauf. Oh, manchmal wünsche ich mir einfach, mein Hirn würde wie normale gerne linear denken können. Das ist ja so schön. Nee, aber was ich sagen wollte, ich bin heute Samstag und am Dienstag gehe ich nach draußen und muss Einkäufe erledigen. Ich muss zur Bank, zum Edeka. Ich will Weichspüler kaufen, hinterm Rücken von Mami, was sie nicht wissen sollte. Ja, wenn man so die Masken dann waschen muss, dann finde ich es besser, wenn man irgendwas hat, wo man es drin spülen kann, wie in der Waschmaschine, was auch die Bakterien wegmacht und nicht nur so in der Seife. Auskochen. Weißt du was?
mir Bügeleisen einfach gönnen würde, dann müsste noch gar nichts auskochen. Wenn ihr dieses blöde Bügeleisen für 16,99 Euro bestellt hättet und dieses olle Bügelbrett, das deine Tochter haben will für den Tisch für 19,99 Euro, hätten wir das ganze Problem nicht. Und ich habe kein Geld, ich bin blank. Ich bin ein armer Schlucker. Entschuldigt, Leute, wir haben da ein kleines, wir haben da so eine kleine Problematik zur Seite. Ich nicht die Problematik, das ist egal. Also, ich greife dich nicht an, ich murmel böse Zeug, ist egal. Auf jeden Fall, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, was die Probleme sind, ist es so, dass ich total Angst habe. Ich habe Angst vor den ganzen Leuten mit den Masken, weil wenn man schon so keine Gesichter erkennt, wie soll man dann Leute mit Masken erkennen? Und meine Mutter hat mir jetzt heute auch schon erzählt, dass sie heute schon Leute mit Skelettmasken laufen sehen hat. Ey, ich für meinen Teil, ich finde diese Maskenpflicht, es ist gut für die Gesundheit bestimmt, aber es ist furchtbar für den Wiedererkennungswert. Ich meine, ich erkenne die Menschen ja so oder so schon nicht. Und wie soll ich jetzt noch wissen, ob der Maskentypi A mein Vater ist oder ob das jetzt irgendein Fremder ist? Ich meine, selbst mein Vater, wenn er seine Maske aufzieht, kommt mir fremd vor. Und er ist ja noch einer der Menschen, die ich am ehesten erkenne. Warte mal. Ach, guck mal. Sag hi, Leo. Ja, das Mami ruhig. Und ja, ich für meinen Teil, ich bin da diesbezüglich komplett nervös. Und meine Mom hat auch schon gesagt, woher sollen dann die Läden wissen, ob das jetzt Leute sind, die einkaufen gehen wollen oder ob das irgendeiner, der sie überfallen will. Und meine Mom meinte ja direkt, als rauskam, dass Maskenpflicht kommt, ich gehe jetzt nicht mehr einkaufen. Ich finde das so uncharmant. Also sie sagt, sie geht jetzt nicht mehr einkaufen. Das heißt aber, wer geht denn einkaufen? Also wir sind jetzt im Notstand momentan. Weil jetzt müssen wir wirklich von den Resten leben. Hoffentlich kommt jetzt nicht Magen-Darm dazu, weil so viel Klopapier haben wir nicht. Entschuldigt, too much the information. Aber gut, so ist das jetzt halt. Damit müssen wir jetzt leben. Dieses Bild müsst ihr jetzt im Kopf rumtragen. Wie meine Mutter und ich uns um eine Klorolle schlagen. Ja, auf jeden Fall. Sie will gar nicht mehr rausgehen, um einen Kauf zu kaufen, weil sie unter den Masken keine Luft kriegt. Und das finde ich auch schon wieder sowas, was mal wieder keiner bedacht hat. Das ist wirklich wieder mal zum Thema Politik, die schnell handelt und nicht denkt. Haben wir schon wieder was. Ist doch schön, oder? Ja, weil es ein Schwer schön findet, da breitet sich so aus. Ist tatsächlich so. Mhm. Ja, ich bin ja. Oh Gott, hab mal. Guck mal, da knicke hier, siehst du das? Ich darf nicht weitermachen. Oma sagt, du kriegst zu lange Ohren. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass mich meine Mutter mit dem Hasen den Ohren voll rausgebracht hat. Ja, genau, Politik, die nicht weiterdenkt, da war ich gerade geblieben mit meinem gedanklichen Ding. Hast du was? Das ist doch... Nee, renn mal eine Runde. Emanzipier dich von deiner Mutter und renn. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, meine Mutter, leicht asthmatisch, ich sag euch, wenn die Treppen hochsteigt, dann darf jeder nichts mehr gegen. Ich habe immer, ich wollte jetzt gerade einen richtig fiesen raushauen. Ich habe Star Wars Episode 8, das Keuchen der Mutter. Nee, aber es ist wirklich, sie ist da, diesbezüglich hat sie wirklich Pech, weil mein Opa hat Asthma. Und meine Mutter hat irgendwie erbtechnisch nur das mitgenommen von der Familie, was nicht so toll ist. Mein Opa, seine Nase, die hätte sie erben sollen, weil die ist echt schick. Aber sie hat Omas Nase gekriegt. Die ist auch okay, aber nicht so schick wie Opas. Aber ihr wisst ja, ich habe meine Mutter mehr lieb, als man sagen kann. Ja, aber auf jeden Fall, wegen ihr zum Beispiel, ärgert mich diese Maskenpflicht auch, weil sie bekommt unter der Maske keine Luft, weil es einfach zu wenig Sauerstoff ist, der dann bei ihr in den Lungen ankommt. Und ich finde es total blöde, öde, bescheuert,
schäbig, dass mal wieder niemand an die Leute denkt, die schon Atemprobleme haben. Ja klar, der Corona zu kriegen wäre noch schlimmer, aber es hilft ja nichts, wenn man vom Corona geschützt ist, aber im Laden umkippt, während der Sauerstoff ausgeht. Ich meine, das ist ja, also ich kann meine Mutter verstehen, dass sie sagt, sie sieht es nicht ein, mit Maske vor die Tür zu gehen. Aber wie soll ich sie ihr helfen, wenn ich unter der Maske als jemand, der schon ein gutes Atemvolumen hat und der kein Asthma hat, wenn ich schon schwer habe mit dem Atmen. Also ich war jetzt die Woche Mittwoch. Ich muss immer überlegen, welcher Wochentag, damit nicht ungefähr. War ich mit meiner Mutter zusammen ja, in der Nähe bei uns bei der Bank. Genau, so heißt das Wort. Ja. Und da war eine ältere Dame und dann dachte ich mir zu ihrem Schutz, ich ziehe mir eine Maske auf. Einfach damit die ältere Dame geschützt ist und damit alles gut ist. Dann bin ich ja vor diesem Bankomaten gestanden. Dann war die erste Minute und ich dachte so, dünn. Dann nach 2 Minuten dachte ich mir so, es dreht sich ja schon so ein bisschen was. Und dann, als ich vor die Tür gegangen bin und wäre ja frische Luft gewesen, habe ich mir dann immer noch gedacht, wow, also darunter zu atmen ist jetzt schon eine Aufgabe. Und als ich mir das überlegt habe, dass ich als jemand, der gesund ist, wie ein junges Ackerpferd, ich wollte jetzt nicht sagen Ackerkohl, weil das ist so. Da habe ich mir dann schon gedacht, also wenn ich da schon so schwer Luft kriege, wie muss es dann für meine Mutter sein, die ja schon, wenn sie keine Maske auf hat, wahrscheinlich genauso viel Luft kriegt wie ich mit der Maske drauf. Und das fand ich dann, um ehrlich zu sein, eine fragwürdige Geschichte, wenn ich drüber nachdenke, dass da mal wieder keiner drüber nachgedacht hat, was ist mit den Menschen, die Atemschwierigkeiten haben. Ja, klar, die dürfen Corona nicht kriegen. Die dürfen es nicht kriegen, weil es noch schwerer wäre für sie und da der Verlauf eher kritisch ausgehen würde. Aber was ist, wenn sie kein Corona kriegen, die ganze Zeit nicht, und dafür unter ihren Masken alle ersticken? Ich meine, das kann ja auch nicht die Möglichkeit sein. Also, vor allem finde ich es gerade so schade, dass die Politik den Bürgern keine Verantwortung mehr zutraut. Im Sinne von, dass sie sagen, ja, es gibt Leute, die Masken tragen, aber eben auf freiwilliger Basis, sondern dass es gleich Gesetz wird. Das ist so dieses Gesetz ist immer gleich, finde ich, so ein Hämmer. Es ist wie Totschlagargumente. Wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann ist es ein Gesetz. Was? Ist doch so. Ist das nicht noch nie aufgefallen? Wenn sie den Leuten nicht trauen, dass es auf freiwilliger Basis. Ich meine, was denken die eigentlich, was für Arschlöcher wir Menschen sind, wenn die uns nicht mal zutrauen, dass wir, um andere zu schützen oder uns selbst, dass die es können, Masken tragen würden. Aber nein, stattdessen ziehen sie einfach gefühlt jedem Mann eine Maske drauf. Und es ist sogar so weit gegangen, dass mein Vater, ihr wisst schon, Daddy McCroymer, ja, der ist ja auch gerade Risikogruppe, weil er wegen irgendwelche, ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber ich habe euch das schon mal erklärt, warum Papa Risikogruppe ist, in meinem großen Video. Ihr wisst schon, das zum Thema Politik und so weiter. Ich werde es euch nicht unten verlinken. Ich behaupte jetzt auch nicht, dass ich es tue. Es ist jetzt einfach so. Aber das ist so, dass mein Daddy zum Beispiel, hat sich jetzt tatsächlich, der muss am Montag diese Woche, die jetzt kommt, wieder zum Arbeiten, weil er seine Krankschreibung dann einfach ausläuft, weil die Politik ja entschieden hat, dass man ab jetzt nicht mehr sich prophylaktisch krank schreiben darf. Ich meine, Masken tragen, ja, das muss man auf jeden Fall. Aber die, die risikogefährdet sind, dass die sich krank schreiben lassen, nein, das geht gar nicht. Also, ich meine, merkt da jemand was so? Ich meine ja nur, also mir fällt es auf, dass da was nicht stimmt. Es ist irgendwie so, auf der einen Seite sagen sie, es ist so gefährlich, ihr müsst euch auf jeden Fall schützen. Auf der anderen Seite sagen sie, ihr die Risikogruppe seid, ihr müsst euch nicht schützen. Ihr könnt ja alle gerne sterben. Also, auf jeden Fall mein Vater, risikogruppentechnisch, hat wegen der Maskenpflicht natürlich auch,
hat der meine Mutter und mich jetzt fast 1,5 Wochen Jaloux gemacht, weil was mache ich jetzt mit meiner Maske? Was ist jetzt, wenn da was ist? Und die wird, wenn man drin atmet, so nass. Und dann kann man die nicht bügeln oder könnt ihr nicht Bügeleisen hochholen oder könnt ihr nicht bei Amazon einfach ein billiges Bügeleisen kaufen für 16,99 €. Nach Ja, das hat nicht überall. Bloß die aus Hamburg. Ja, die aus Hamburg. Ich habe den Artikel gelesen. Ja. Entschuldigt. Da ist so ein bisschen gerade. Es schwelt was. Ja, Entschuldigung, ich will halt nur alles Bügeleisen. Entschuldige, dass ich auch Begehrlichkeiten habe. Das wäre ja auch für dich. Und ich würde ja bügeln. Ja, auf jeden Fall, mein Vater, der hat sich da total verrückt gemacht wegen der Maskenpflicht und wie kriegt er die Maske, die ich ihm selbst gebastelt habe, wieder sauber und vor allem auch rein, damit die Bazillen auch wirklich weg sind. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass man Leuten Angst macht im Sinne von, was mache ich, weil jetzt diese Verpflichtung da ist und ich diese Verpflichtung nicht so erfüllen kann, wie ich es gerne hätte. Und das ist was, wo es mir persönlich sehr sauer aufstößt, weil ich sage, Verpflichtung gut, wenn es sinnvoll ist. Ausnahmen schaffen für Leute, die zum Beispiel keine Masken tragen können, weil sie einfach mit Atmung nicht hinkriegen. Was man nicht vergessen darf, so ein Stück Stoff vom Gesicht ist immer auch eine Barriere zwischen der Atmung und der Luft. Und wenn man eh schon schwer Luft kriegt, dann ist das natürlich dann auch nicht unbedingt leicht machend. Soll ich dir eine Sauerstoffflasche kaufen für unter die Maske? Wäre das was? Okay. Ja. Ja. Jetzt bin ich schon wieder raus. Na gut, ich beende jetzt hier das Video an dieser Stelle. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readymeoutlook.com. Wundert euch jetzt nicht, das ist nur für mich, damit ich so die Nachwelt habe. Ich muss mal ganz kurz meinen langen Fingernagel, der ist nächste Woche weg, der ist sowas von weg, aber ich will ihn noch ganz kurz einfach irgendwo festgehalten haben. Den habe ich jetzt, der ist letzten vor 3 Monaten, ist der bis kurz vor unter, bis dahin runter weggerissen und ich habe, es hat höllisch weh getan und jetzt ist er einfach wieder gewachsen und da bin ich gerade so stolz drauf. Ja, also dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.